Keine Ahnung, hab nicht gesehen. Ich glaube ja. Gehen wir nachschauen. Ich geh nachschauen. Du kannst mich übrigens wiederbeleben, wenn du in den nächsten Raum laufst. Die Frage ist, ob ich in dem nächsten Raum dann wieder zurücklaufen kann. Hi. Hi. Einmal ganz oben gucken, weil da oben ist nämlich... Hey. Hallo. Auch gut. Zack. Zwei Fiolen. Juhu. Hilf mir. Achtung. Was passiert? Ich bin jetzt so erschrocken, ey. Ja, weil da so ein Vieh kam, oder was? Ja, ich kam voll nicht mehr richtig raus. So. Ich hab echt langsam das Gefühl, dass hier irgendwas Bossiges kommt, ey. Das könnte bald sein. Ich meine, jedes Gebiet hat einen Boss. Wir haben jetzt erst zwei Gebiete abgeschlossen, ganz nebenbei, ne? Das weißt du schon, wir hatten erst zwei Bosse. Drei. Drei? Dann habe ich das letzte Video falsch getitelt. Ach nee, stimmt ja nicht. Ja. So. Aber wir haben schon fünf Gebiete gemacht. Na klar, und ich komme da nicht hoch. Nein! Soll ich dir helfen? Dann geh mal runter, bitte. Geh mal runter, bitte. Nee, ich kann das eigentlich auch selbst machen. Nein, das geht sich einfach nur darum, zack, zack, hoch. Verstehst du? Nee, dafür bin ich jetzt echt zu faul. Naja, ich mach's mir dann einfach. Hallo. Schickst du mich mal hoch? Nein. Dankeschön. Tiefer komme ich nicht. Oder wollte sich selber hochfördern? Ich wollte es mal zumindest versuchen. Da ist ein Trampolin. Hier sind Dinger, die mal wieder so einklappen. Bring mal einen nach unten. Ich kann nicht einen nach unten springen. Jetzt bin ich ja komplett unten. Super. Ich hab gesagt, pass auf. Mal eins nach unten. Geh mal drauf, ich befördere dich hoch. Ja. Und dann gehe ich hoch. Boah, ich wäre fast übergespickt. So. Ach, das ist doch so einfach. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie das gehen könnte. Unter anderem so könnte das gehen. Mal gucken, ob wir da jetzt hochkommen. Nein! Na, ich bin tot. Dann zeig mal deine Kunst. Ja, das wird... Ah, Gefehle. Du kannst besser die Diebin nehmen. Die kann... die kann besser springen. Also, ihr seht jetzt gerade den Fadolin. Er ist als Zauberer unterwegs, jetzt als Krieger, ja. Jetzt als Diebin. Schau mal den Lebensbalken. Ja, die Diebin, die stirbt gleich. Dann nimm den Krieger. Und nochmal. Genau. So, jetzt da oben noch dran kommen. Am besten, du stellst dir eine Kiste unterm Arsch, dann kannst du da nämlich direkt hochspringen. Also, du... Macht er denn jetzt? Achso, das ist natürlich eine Variante. Jetzt kannst du da eine Kiste hinstellen. Eine Kiste hinstellen auf das Teil. Jetzt springst du da drauf. Und jetzt springst du da hoch. Genau. So, und jetzt würde ich unten eine lange Dingeln hinlegen. Über die Stacheln, die da sind. Genau, dadurch verschwindet das nämlich dann auch. Und du stirbst. So, und schon sind wir wieder da. Alles. Oh Gott. Oh Mann, das ist ja schon wieder so eine Kackding. Ja. Da oben hat das auch welches. Sind hier irgendwo Schalter? Ach jo. Vielleicht kann ich dich nach so oben befördern. Dann müsste dann der aber erstmal hier runter. Ich glaube zwar eher, dass das nicht geht, aber dachte ich mir. Nee, hol das Ding mal runter, bitte. Klar. Und dann können wir so. Nee, irgendwie nicht.
Doch, warte mal. Nee, das funktioniert nicht. Du sollst das nicht dahin tun, aber... Nee, das funktioniert auch nicht, weil... Klar, ich weiß, wie das geht. Ja, wie denn? Das du da hast, muss zu mir rüber. Genau vor dem Topf. Und das muss nach dahin. Achso, dann kann ich da drauf springen. Ich kann da drauf springen. Super geil, Fadolin. Muss noch ein bisschen rüber gehen. Geh du mal. Das könnte schon knapp werden. Wegen dem Hitzeschwall, weißt du? Autsch. Bist du gestorben? Nein, aber es hat deftig wehgetan. Bitte geh nicht dran. Bitte geh nicht dran. Oh, ich dachte eben schon. Hör auf, Kirschi. Nee. Nein. Oh, ich bin unten. Ich bin unten. Ich bin oben. Oh. Ja, schon wieder. Ah, so sehr ich das Spiel mag und seine Sachen, aber ich kann es auch anders. Machst denn du da? Machst denn du da? Ich habe mir eben so ein Gefäß geholt. Oh. Ich hole mir jetzt ganz viele. Boah, ich sehe gerade eins. Ja, und ich bin runtergefallen. Super, ich komme jetzt hoch und werde dich dann darüber bringen. Kommst du mal her? Da kann man ja rumlatschen. Ich weiß ja nicht, was du hast. Wo kann man rumlatschen? Ja, sieh mal her. Um die Bibliothek. Komm sowieso nicht weiter. Hoch. Hoch? Also ich komme nicht weiter nach links, nur nach oben. Ich muss schon springen. Höher geht auch nicht. Ja, weiter geht nicht. Man kann da nicht rumlatschen. Mal einmal ausprobieren. Ah, cool. Nee, das geht nicht. Lol, da kommen Einzelteile nach unten geflogen. Hm. Oh, Jabba der Hutt. Heißt Jabba der Hutt. Jabba der Hutt. Der Hutt, was hat der denn? Der hat einen kleinen Pimmel. Gemein du einfach bist. Jo. Du hast bestimmt der kleinere. Glaube ich für dich mit, dass es nicht so ist. Ja, muss mal Anna fragen. So, Hanna heißt sie außerdem, nicht Anna. Ah ja, und übrigens, ich habe ja gerade das Rätsel gelöst. Und ich bin schon wieder runtergefallen. Aber absichtlich. La 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 la. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier endlich mal weiterkommen. Okay, bin in Bearbeitung. Ah. Oh, ich hab die Tür aufgemacht. Nee, das hast du nicht gemacht. War ich doch gerade eben. Nein. Was machst du da? Eben, die Tür aufmachen. Da oben ist auf jeden Fall alles. Gut. Dann wollen wir hier weiter. Was? Ich will die Frostpfeile endlich ausprobieren. Oh, ein Tempel. Hier sind... Wie heißen die Dinger nochmal? Things? Nee, Ey, ich hab keinen Bock dahin zu gehen. Was hab ich gesagt? What the fuck? Ich hab gesagt, in dem Haus lebte... Es hing eine finstere, bedrohliche Stimmung in der Luft, wie Klammernebel im Sumpfland.
Die heldenhaften drei schafften es durch die Fallen und Schrecken des seltsamen Baumhauses. Nur um von der schrecklichsten aller Kreaturen aufgehalten zu werden, einem Drachen. Okay, also Schattenbäume. Wow. Möchten wir den besiegen? Ein würdiger Gegner. Warum greift er nicht an? Moment mal. Hast du den Schalter nicht gesehen? Doch, eigentlich schon. Ich glaube, das war nicht so gut. Doch. Fail? Was? Wo ist der hin? Nö, es war kein Fail. Das war nur eine Illusion, Pontius. Eine Art Wachhund. Er sah erschreckend echt aus. Ich hoffe, wir treffen nicht auf das Original. Ich auch nicht. Ja. Du weißt schon, dass das klar ist, dass wir dann aufs Original treffen werden, ne? Hör auf, ey. Ich hab jetzt schon fast in die Hose gemacht. Oh, du bist aber leicht beeinflussbar. Was sind wir hier wieder, ey? Ich finde das komisch, dass wir gerade hier nichts abgeht. Okay, was geht denn jetzt? Hast du vor? Nein, hör doch mal bitte auf. Was gibt das? Rüberspringen gibt das. Und bei dir? Stopp. Aufspringen, bitte. Nein, nicht da. Hier, auf meine Kiste. Das ist mir einfach nicht geheuer hier. Ist da noch viel? Nee, alles. Gut, jetzt müssen wir hier oben drauf normalerweise. Warte mal eben. Ach, scheiß Ding. Hallo. Wie bewegst du das? Mit Magie. Eigentlich. Klar. Was denn? Ja, mach weiter. Ich guck erstmal, was der Schalter hier fabriziert. Du beschützt uns? Okay, dann beschützt du uns mal. Tor ist auf. Beschütz uns. Zu spät. Alter! Das Tor jetzt war ist Tor wieder zu. Bogenschütze. Vielleicht hätten wir unter dem Dingens laufen sollen. Wäre eine Maßnahme gewesen. Ich glaube, es wäre auch die richtige. Oh nein. Was denn? Kann man den Bogen auch nach, das Schild auch nach unten halten und wie kommst du denn da wieder rauf? Ja, mit der Bogen, mit der Diebe natürlich. Hä? Und wo? Was geht denn hier ab jetzt? Ich komm gleich. Hier ist irgendwo ein Teil. Muss auf jeden Fall weiter hoch, so wie der ausschaut. Kommst du jetzt oder nicht? Nein, jetzt macht es Monster. Also ich sehe gerade nicht, wo du bist, aber ich werde mal hier weiter hochgehen und die ganzen Sachen einsammeln, ne? Wenn ich es jetzt hinkriege, heißt es. Ich habe eben Monster hingeklatscht. Du bist ja auch blöd. Oh, da ist eine Spinne. Und gegen mich. Dann kann ich wenigstens endlich mal den Frostbogen ausprobieren. Aua. Nein! Oh. Ja, du musst mal hier mal wieder fliegen für mich. Hallo, flieg mal wieder für mich. Ist denn da noch? Hier, komm mal zu mir. Bug? Ah, ich bin wieder geheilt, das ist schon mal gut. Ja, ich bin doch vorhin noch da hochgekommen.
war auch ein Bug, habe ich so das Gefühl. Das glaube ich eigentlich nicht. Was machst denn du da alles kaputt?